And there's the bell. This match has started. This is a classic. Two guys battling it out one-on-one. Remember, only the strong survive. He's too good inside the ring to be out on the floor for long. I don't agree with you, King. Oh, and a terrific reversal by Goldust. And so what's the story here for Goldust? Don't let it bedazzle the tire for you. Goldust has all types of ways to get the upper hand on an opponent. Goldust is as tough as nails and can slug it out with anyone. But he can also creep into an opponent's psyche and completely take them off their game plan. Looking fresh right now, which is good. You gotta wonder how much longer that can last, though. Oh, man. Hurting the ribs of the lower back. That just takes all of the power out of him. One of these guys is going to walk away with the win here tonight. I just can't imagine one of them also accepting defeat. My God, his body's been through hell, and his ribs have bore the brunt of the attack. Man, I hope we can get a doctor out here as a precaution. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. I still maintain, Michael, that one of Goldust's most dominating attributes is his mind. Remember, there's a fine line between genius and lunacy, and he's made sure no one will ever forget the name Goldust. Ow! Oh, did you see that? I have a funny feeling that this is gonna turn into a whooping. These superstars looking for a victory, looking to build momentum. You're right about that. Momentum is so important in a match like this. Seems like these guys are letting out a lot of pent-up frustration tonight. He's in big trouble. With all of Goldust's physical offense and psychological tactics, his most brutal move is the curtain. Oh, man. Ach komm schon, gibt's ja gar nicht, ey. Das ist ja echt scheiße sowas. Dass der, also der Dicke ist so, der ist zwar stark, aber so unbeweglich irgendwie. Oh oh. Und der ist eine halbe Stunde bewusstlos. Tja. Ja, da gehe ich jetzt in die Ecke, ne? Bong. Ja, ich spüre die Schmerzen immer noch. Oh Mann. They know the dangers that go along with competing in extreme rules. Oh, out of nowhere. Bam. Ja, aber das Problem ist, ich habe keine Konter mehr. Wenn du mir jetzt da rauskommst, habe ich Problem. Ja. Viel zu schnell. Oi, cool. Konntest du mich nicht packen, oder? Aber ich habe gar keinen Blocken mehr. Nee, nee, ich wollte gerade Kaugummi holen, aber das wolltest du nicht. Kaugummi. Du wolltest mich mal anfassen, ne? Versteh das. Ich laufe einfach über die drüber, das ist so geil. Oh Gott, ey, was ein Wichtelmännchen. Aua. Hast du da Klatschen gehört? Und das sind 60 FPS, meine lieben Freunde, bei Onkel. So, einmal mit dir nochmal bitte gegen den Pfosten da. Ui. Könnte wehtun. Oh. Ja, meiner ist gerade irgendwie lustig, dich zu zerstören. Ficken. Bom. Boah. Das ist ein Bonsai-Drop gewesen. Nice. Echt nice. Ja, klasse. Direkt rote Lebensenergieanzeige hier von deinem Brustkorb, weil ich dich einfach überrannt habe. Geil. Ah, schade. Wäre cool, wenn der Boden noch beben würde. Da ist der Gegner. Komm, wir tragen den Fight im Käfig aus. Brutal, brutal and very, very painful.
Ja, er geht in die Welt und er fliegt. Na, Genick brechen. Alter. Ah, wenn die so die Riesenklauen anpacken, nur dann da tut dann schon ein bisschen weh, ne? Boah, das war ja der Mega-Dropkick hier. Quatsch. Irgendwas auch immer. Ne, echt? Onkel, bist schon raus? Keine Ahnung. Krass. War das wieder so klein oder was, das Fenster? Ja, gut, ich hab dich auch geschwächt, ne, mit dem Dicken. Weil du schon rote Energie warst. ja, war auf jeden Fall ein guter Kampf, obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich verliere, weil ich so unbeweglich bin. Aber Goldas, naja, ist halt Goldas gewesen. Ne? Onkel, möchtest du uns noch was mitteilen? Onkel verschwindet so langsam viermal, ja? ja, ich kann definitiv nachher mal zurückholen, das ist das Schöne. Ja, ja, das stimmt. Und ich krieg wahrscheinlich, wenn irgendwann kommt einer, den ich mag, und den verliere ich dann wieder. So kenne ich mich doch. Ja gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen geht's weiter und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, ciao. Tschüss.